Hallöchen, liebe Bastelfreunde, und ja, herzlich willkommen, Sebastian hier von Defra Models. Es gibt mal ein kleines Unboxing von der Fanpost hier von vom guten Frank, der auch schon ewig Fan hier vom Defra Models ist und auch von meinem Kumpel Mario. Des Weiteren möchte ich kurz ein paar Worte verlieren, warum es jetzt in der letzten Zeit immer keine Videos gibt. Oder wenig Videos gibt, und genau deswegen möchte ich einfach kurz mit dem letzteren Thema zuerst anfangen. Und zwar bei mir auf Arbeit ist, wie es wahrscheinlich bei vielen ist, in der Vorweihnachtszeit ist natürlich extrem viel Arbeit. Das Geschäftsjahr muss natürlich abgeschlossen werden von den jeweiligen Firmen, und entsprechend bin ich natürlich in meiner Arbeit auch sehr stark involviert, und ich aufgrund dessen momentan keine Motivation und Power habe, mich nach der Arbeit noch hinzusetzen und Videos zu produzieren. Ich muss dafür echt meine wirklich einzigen und letzten freien Tage, zum Beispiel am Sonntag oder am Samstagabend, nutzen, um überhaupt noch momentan was machen zu können. Ich hoffe, ihr habt dafür ein bisschen Verständnis, dass zurzeit ein bisschen wenig kommt. Es kann natürlich dann mal passieren, dass dann mal 3-4 Videos mit einmal hochkommen oder mit einem Sprung, weil ich die dann halt mal an dem einen Abend gemacht habe, ne? Oder beziehungsweise gerendert, hochgeladen und so weiter. Bloß, dass ihr da mal Bescheid wisst, warum es jetzt zum Beispiel jetzt am Montag kein LF13 gab, warum es die Woche keine Bismarck-Folge gab, kein Manta und was es alles gibt in meinem Sammelsorium, ne? Deswegen trotzdem treu bleiben, das geht hier irgendwann auch weiter, und dann natürlich in schnellen Schritten, dass man wieder auf die aktuellen Etappen bzw. Ausgaben wieder rankommen, ne? Des Weiteren wird es auch irgendwann jetzt demnächst, ich vermute mal so, also ich tippe jetzt mal grob, entweder noch vor Weihnachten oder im Neujahr wird es ein neues Video für die Soleil Royal geben. Wer meine Livestreams verfolgt hat bzw. mir auf Instagram, Twitch TV oder auf Facebook folgt, wird gesehen haben, dass ich ja an Soleil Royal doch schon sehr viel weiter gemacht habe, als der letzte Videostand ist. Und da wir gerade bei Schiffen sind, möchte ich noch eine kleine Werbung machen. Und zwar bei meinem Partner CoronaNet gibt es diese Woche zum Black Friday ein Spezialangebot, und zwar wird es die San Martin von dem Verlag Osteo Creativo, also Okre, unter vielen bekannt, gibt es jetzt zum Black Friday, ich muss noch mal gucken, aber ich glaube diese Woche zu einem Aktionspreis für 99 Euro. Versand kommt noch oben drauf, aber das Schiff kostet ja normal, glaube ich, irgendwas um die 100, 125 bis 140, und das ist jetzt aktuell bei meinem Partner Corona -net.de im Angebot für 99 Euro. Also schlag da auf jeden Fall zu, weil das ist ein richtig geiler Pott. Ich habe auch schon überlegt, aber ich hab dann Nein gesagt, weil ich habe so viele Sachen. Genau, unter anderem nämlich die Essex, und für die Essex ist hier was drin. Und was genau, das kenne ich momentan nur von Bildern, aber noch nicht live. Das Paket ist noch original verschlossen. Ich würde sagen, ich schwenke die Kamera mal ein Stück runter, dass ihr quasi mitgucken könnt, was ich hier alles Tolles ausbuddel. Ich habe keine Ahnung, was hier drin ist, bis auf dieses eine Teilprojekt für die Essex. Und zwar, ich hatte ja mal erwähnt, dass ich ja die Essex als Diorama bauen möchte, und der gute Frank, von dem das Paket hier kommt, der hat einen 3D-Drucker und hat für den Mario und für mich was richtig Cooles gemacht. Klasse. erstmal ein Schreiben vom Frank. Er schreibt: Liebe Grüße aus dem Osten. Grüße zurück in Osten, da fahre ich demnächst auch wieder heme, ne? Jeder hat noch eine Hälfte vom 3D-Fehldruck bekommen. Vielleicht könnt ihr was damit anfangen für eure Dioramas. Macht weiter so. Mit freundlichen Grüßen, Frank. Ja, Frank, vielen Dank für deinen tollen Brief. Jetzt muss ich gerade mal gucken, dass ich hier nämlich nichts kaputt mache.
So. Eieieiei. Okay. Das ist, wie man unschwer erkennen kann, der Teil eines Pottwals. Und zwar, glaube ich, noch einer der ersten Drucke, die er gemacht hat. Und ich sage mal, wenn man das Ding jetzt mal so in der Hand schon hat und das ist nur eine Hälfte, das ist ja der absolute Wahnsinn. Das ist ja ein richtiger Knaller. Hier ist die andere Hälfte dazu. Guckt mal. Sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Das so zusammen. Und dann hat man hier einen schönen großen Pottwal, der natürlich dann auch im Diorama später Platz findet. Aber wie er eben auch geschrieben hat hier in seinem Brief, ist das noch der Festdruck oder Fehldruck. Deswegen schauen wir mal, wo der Rest kommt. Hier ist schon mal einer in schwarz gehalten mit grünen Strichen drauf. Sag mal, Frank, was hast du hier alles eingepackt, Mensch? Och, ist der süß, guck mal. Ist der cool? Den könnte man ja glatt als Babypottwal noch mit ins Diorama setzen. Das ist ja cool. Das ist wahrscheinlich so der erste Testdruck. Um mal zu gucken, wie die Dinger überhaupt aussehen. So, und hier ist der zweite Teil. Na, das passt aber nicht. Okay, wahrscheinlich muss man das dann ein bisschen angleichen und spachteln noch. Oder gehört das so rum? Nee. Auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Das gefällt mir mal richtig gut. Oder? Was sagt ihr? Richtig, richtig geil. Sehr geil. Frank, ich vielen, vielen Dank. Also da hast du echt was offen bei mir. So, aber zu guter Letzt ist hier noch irgendwas drin und das ist richtig hopp. Und so von der Form her im Papier ist es wahrscheinlich ein Hopfenblütentee. Jawohl. Ein gutes Lübzer. Das habe ich auch schon ewig nicht mehr getrunken. Das gibt es nämlich hier in meiner Region gar nicht zu kaufen. Aber damit es hier beim Spachteln und Schleifen vom Pottwal nicht zu staubig in der Kehle wird, gibt es hier noch einen guten Hopfenblütentee. Also Frank, echt, echt genial. Also da hast du echt was offen bei mir. Deswegen, würde ich dich gern offiziell hier vor den Augen und Ohren der anderen gern auf die Nürnberger Fachmesse im Februar einladen. Wenn das für dich okay ist und du eine Möglichkeit hast, da hinzukommen, dann melde dich einfach bei mir. Dann lade ich dich auf die Messe mit ein. Genau. Also echt genial. Ich freue mich echt. Vor allem, wenn man sich das Ding hier so mal hinhält, ne? Und dann das Schiff hier noch so drüber kommt. Das habe ich ja jetzt hier bloß so als noch Skelett, ne? Ihr seht, das Deck ist auch schon geweddert. Also das habe ich schon behandelt mit Washing. Ne? Das ist der Pottwal. Hier ist die Essex. Rush. Also richtig, richtig cool. Freue ich mich echt. Ja, auf jeden Fall war es das jetzt mal kurz zu dem kleinen Spielvideo hier. Ne? Und genau, warum es die letzten Tage ruhig war und keine Videos gab, habe ich euch am Anfang des Videos erklärt. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass ihr trotzdem hier treu bleibt. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, folgt mir einfach auf Instagram. Da gibt es dann öfters mal Nachrichten, wenn ich irgendwo mal fotografieren war oder was.
dann seht ihr auf jeden Fall eher ein Lebenszeichen von mir als ja, hier auf YouTube. Genau, folgt mir auf twitch.tv/stephanmodels. Da werde ich auch ab und zu mal Livestream machen, außerhalb von YouTube. Genau, lasst hier ein Abo da, wenn es euch gefällt, was ich mache. Lasst einen Daumen nach oben da. Beteiligt euch gerne an den Kommentaren, stellt Fragen, Kritik, was auch immer. Und genau, dann sehen wir uns vielleicht schon zum nächsten Video. Macht's bis dann gut. Ciao. Euer Sebastian von Stephan Models. Allez.